sie würde ich wirklich sagen, 22, 23, so in dem Dreh. Nein, 17. Hör doch auf. Hör doch auf. Ey, hör doch auf. Ich bin zwar 12, aber ich sehe aus wie 21. Die ist jung. Die ist 15. Die ist 15. Die ist jung. Das sieht man. 20 plus. Hör doch auf. Was ist denn Scheißtest? Wie geil ist das denn? Ihr seid am Start, Elmargus am Start. Willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass es euch heute richtig gut geht und dass ihr ein Lächeln auf dem Gesicht habt. Heute schauen wir uns Bilder an von irgendwelchen Leuten und schätzen, wie alt die sind. Ja, ich persönlich bin im Alter schätzen wirklich überhaupt nicht so gut. Und wenn da wirklich Leute oder Mädchen sind, die wirklich viel älter oder jünger aussetzen, dann werde ich, denke ich mal, voll daneben liegen. Aber ich bin gespannt. Ich habe natürlich keinen Plan. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall dranbleibt. Grüße gehen raus an Milena Schleicher, an Sarah Sophia, an Element Ion und den ersten Kommentar hat O Austria W geschrieben. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt einen lieben Kommentar in die Kommentare oder seid der allererste Kommentar. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, mir auch auf Insta und Twitter folgt und das Video geliked habt, dann können wir auch endlich ins Video reinstarten. So, auf geht's. Wir schauen uns das erste Mädchen an und schätzen ihr Alter. Ja, ich würde vermuten, dass sie relativ jung ist, aber irgendwie versucht, ja, durch Schminke und durch irgendwie Fingernagelgekaue älter zu wirken. So nach dem Motto, ich bin zwar 12, aber ich sehe aus wie 21. Also macht sie wirklich sehr gut. Das Fingernagelkauen hat sie auf jeden Fall drauf, ja. Hat sie aber noch nicht ganz runtergeschafft, wie man an der Länge der Fingernägel erkennen kann. Ja, was laber ich hier schon wieder? Also ich würde sagen, sie ist wirklich verdammt jung, will aber deutlich älter wirken. Also ich würde wirklich sagen, die ist 15. 15 würde ich sagen. Nein, sie ist 17. Okay, ein Stück älter ist sie doch. 15 wäre wirklich etwas krass. Aber man weiß ja nie. Also heute sehen ja sehr junge Mädchen schon sehr, sehr alt aus. Die ist noch sehr jung, ja, wirklich, sie ist wirklich sehr jung, ja, möchte aber gerne auch etwas älter wirken, indem sie einen Schmollmund macht, aber ich dachte, die ist 14, ja, und das ist richtig, ja, sie sieht wirklich noch sehr jung aus, ja. Ist auch wenig geschminkt, ja, an der Schminke kann man es immer erkennen. Wir haben die nächste Frau, sie ist schon auf jeden Fall etwas älter, ja, das ist nicht nur, weil sie geschminkt ist oder die Augen dunkler geschminkt ist, sondern ich würde auch sagen, dass sie wirklich 20 plus ist, also würde ich wirklich sagen. Nein, sie ist 15, what the fuck. Warum ist die 15? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf. Die ist nicht 15. Sie würde ich wirklich sagen, 22, 23, so in dem Dreh. Nein, 17. Hör doch auf. Hör doch auf. Ey, hör doch auf. Diese Tests. Ich wette, das sind irgendwie random Bilder von irgendwelchen Mädchen aus dem Internet. Und da wird dann einfach gesagt, okay, die sind 17. Obwohl sie 25 sind oder so. Es wird einfach irgendein Alter zugeordnet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mir hier schon wieder irgend so ein hässliches Haar absteht. Sorry, Leute. Eigentlich wollte ich heute auch zum Friseur, aber... ich hab's zeitlich doch nicht geschafft. Dann kam noch das dazwischen, dann habe ich ein Stück zu lange geschlafen und kam dann doch nicht mehr zum Friseur, weil heute ist halt Samstag und Samstag hat er halt nicht so lange auf. Auf jeden Fall haben wir die nächste. Sieht wirklich auch durch die fetten Lippen, durch das geschminkte Gesicht natürlich wieder etwas älter aus. Was laber ich hier eigentlich? Ich würde einfach mal sagen, ja, 19. 15. What the fuck? Die ist ein bisschen älter, die ist 19. 17. What the fuck? Die ist 18. 14. Ach, was ist das denn? Das ist doch ein Sch... das ist doch... die ist jung. Die ist 15. Die ist 15. Die ist jung, das sieht man. 20 plus. Hör doch auf. Was ist denn Scheißtest? Das ist so typisch. Die machen einfach immer nur das Gegenteil, ja? Ein Mädchen, was sehr alt aussieht, machen die richtig schön jung. Und was richtig jung aussieht, machen sie schön alt. Also, wir machen jetzt immer das Umgekehrte. Sie würde ich wirklich auch auf 15 schätzen. Dann ist sie bestimmt 19. Nein, 14! Das gibt's doch gar nicht, Mann. Ich bin so schlecht in sowas. Ich bin so schlecht. Okay, sie sagen wir 17. 15. Hör doch auf. Das macht keinen Spaß. Sie ist älter. Sie ist 20 plus. Sie ist 20 plus. Nein, 18. Ja gut, kann auch 18 sein. Sie kann auch 18 sein, ja. 14, ja, come on, 14, ja. 14 ist... ich hab keine Ahnung mehr, Leute, Alter. Ich bin gefrustet. Ich hab noch nicht einen richtig gehabt. Dieser Test finde ich echt verdammt scheiße. Ich habe nur noch zwei... ne, einen habe ich richtig, glaube ich, gehabt. Ja, sie ist 19. Ja, 14, ja, okay. Alter, ich brauche immer was in der Hand. Wisst ihr eigentlich, ihr seht ja meine Hände manchmal nicht. Ich habe entweder einen scheiß Fidget Spinner in der Hand. Ja, der liegt hier schon extra immer so zu meiner Hand. Auch so, wenn ich Videos schneide oder so, drehe ich damit immer die ganze Zeit rum. Also für dieses diesen ADS-Kram ist das wirklich gar nicht so schlecht. Oder ich habe immer so einen Kugelschreiber in der Hand. Tatsächlich, ja. Ich habe immer so einen Kugelschreiber in der Hand. Ja, also immer was in der Hand zu halten. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe überhaupt kein ADHS oder so, aber es ist immer irgendwie schön, das in der Hand zu haben. Keine Ahnung. Man hat irgendwas zum Rumfummeln die ganze Zeit und so. Und sie ist wirklich jung. Sie ist 14. Ja, 18. Come on. Das ist doch, dieser Test ist doch scheiße. Ja, guess her age. 1 von 15. Yo, was schreibt ihr in die Kommentare? I only got 10 right. Ich habe nur 10 richtig. Ich wäre froh, wenn ich 10 richtig hätte. Ich habe verkackt 9 von 15 Punkten, Alter. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben noch nie so schlecht bei einem Test abgeschnitten. Egal, was für ein Test. Ja, ein paar
Mädchen, knüpfen wir Knüpfen uns davor. Hier haben wir ein Mädchen, was wirklich sehr jung ist. Also ich würde sagen, dieses Mädchen ist 14. 21. So, hier, das Mädchen hatten wir. Das war, ich glaube, 15. Mal gucken, ob sie auch... Ja, es ist hier auch 15. Vielleicht haben sie doch gar nicht unrecht mit diesen Tests. So, wir gehen zur nächsten Frau. Ich habe gerade mal einfach eine übersprungen, weil bei dem Bild könnte mein Video durchaus als nicht werbefreundlich eingestuft werden. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Hier haben wir ein Mädchen, 16. 24, okay, nächstes Mädchen. Die ist älter als 20. Die hat irgendwie sowas, dass sie älter als 20 ist, ja. 21. 19, sie ist sehr jung, 16. 19, sie ist 19. 26, sie ist 17. 14, fuck off. Ja, hier, guck mal, sie, die ist doch 13, die ist 12. Die ist 13. 15. Okay, eine Chance muss ich mir noch geben, dieses Mädchen. 18? Ist klar, 14. 14 Jahre alt. Okay. Also, okay. Ich habe einen Trick raus. Nimm das geschätzte Alter und zieh 2 ab. Sie würde ich sagen, 17 minus 2 ist 15. Nein! Der Trick klappt auch, Alter. Ich fasse es nicht. Okay. Der beste Trick, Leute. Nimmt das Alter, was ihr denken würdet, und zieht 2 ab. Also bei der würde ich sagen 16, also 14. Ey, ich glaub's nicht. Es klappt, Leute. Pass auf, nächsten. Sie würde ich sagen schon etwas älter, 19, minus 2, 17. Ne, 14, okay. Manchmal geht's nicht halt auf. Aber war schon gar nicht so schlecht. Ja, Freunde, da wir bei diesen Mädchen doch eher gar keine Chance, also wenig bis gar keine Chance haben, irgendwas richtig, das ist letztendlich ja einfach nur ein Gerate. Da würde ich einfach nur elendig verkacken. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir jetzt hier wirklich nochmal so einen Test, wo wir auch männliche Prominente und so weiter erraten müssen. Also, wir fangen mal mit dem ersten an. Mit Cuba Gooding Jr. Sagt mir jetzt so persönlich nichts. Ich weiß nicht, ob ihr Cuba Gooding Jr. kennt. Wie alt ist der Bursche? Ich bin da nicht gut drin. Ich bin da wirklich nicht gut drin. Aber ich würde sagen 48. Schauen wir mal. Ey, 49. Geil. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ey, bei den Antworten, die ich eh richtig habe, da schreiben die Leute sowieso irgendwie, du hast davor da geguckt oder sowas. Und da kann ich zu euch immer wieder sagen, ja, hab ich, wisst ihr? Denn macht's ja auch so viel Spaß, wenn ich vorher nachgucke. Nein, natürlich nicht. Eigentlich muss ich mich dafür auch gar nicht rechtfertigen. Aber natürlich schaue ich mir die Sachen vorher nicht an. Jetzt hat sich gerade mein Nachtmodus eingeschaltet. So, jetzt ist es wieder hell. Ja, ist gut für die Augen, wisst ihr? Gut für die Augen hier. Ist genauso mit dem Handy, weißt du? Da gibt es dann auch so einen Blaufilter. Und dann ist das besser für die Augen. Ne? Ihr müsst auf eure Augen aufpassen. Ne? Dass die wirklich gesund bleiben. Glaubt mir. Ihr müsst gesund bleiben! Okay, reicht. So, wir machen den nächsten. Und zwar ist das... Meine Kamera ist natürlich im Weg, sodass ich den Namen immer nicht sofort lesen kann. Das ist Michelle Williams. Lacht mir nicht aus, aber ich weiß auch nicht, wer das ist. Die ist auch schon... Ich würde sagen, die ist 39. Ah, 36. Gar nicht so schlecht. Immerhin 7 Punkte, ja. 10 bekommt man anscheinend für 10, also für die richtige. Und je mehr man abweicht, kriegt man immer einen Punkt Abzug für ein Alter. Oha, der Kollege ist schon etwas älter, der ist doch bestimmt 79, der geht an die 80 ran. Oh, schon über 80, weit über 80, 86, stimmt. Ja, über 80 hätte ich schätzen können, 3 Punkte immerhin. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, den Namen kann ich mir dann auch wirklich mal sparen. Yo, Hugh Jackman, der ist doch auch schon, also der ist über 50, würde ich sagen. Ich sag mal 52. Na, ein bisschen jünger, 48, okay. Tom Cruise is 48 years old. Okay, nein, er ist 55, also doch ein bisschen älter, immerhin noch 3 Punkte. Even Rachel Wood, kenne ich natürlich nicht, ist auch auf jeden Fall über 30, sagen wir. 38. Ein Punkt, 29 ist doch etwas jünger, hätte ich, ja, stimmt, wo sie sagen, hätte man wirklich mal drüber nachdenken können. Okay, der schon auch etwas älter, also ich würde sagen 55. Ah, 54, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. 10, 9 Punkte. Die 10, glaube ich, haben wir noch nicht geschafft. Ah, der ist auch über 40, ja, 50. Ja, der ist auch über 50, der ist 56. What the fuck? What the fuck? Sorry, Bro, sorry.
wenn er mich fragen würde, wie alt schätzt du mich, und ich zu ihm sage, ey Digga, du bist doch bestimmt 56 Jahre alt, dann guckt er mich an und so, willst du mich verarschen? Tut mir leid, ja, sorry, du bist 45, sie sieht auch sehr jung aus, also du könntest doch locker 20 sein, tut mir leid. Ja, immer als Kompliment, immer schön jung schätzen, ne, immer schön jung schätzen. Genauso wie auch generell immer sagen, boah, du siehst ja deutlich jünger aus, und das wird immer ein Kompliment genommen. Es sei denn, du bist 19 und siehst aus wie 14. Das ist dann kein Kompliment. Definitiv nicht. So, er ist auch eher so vom Gesicht her kindlicher geblieben. Ist aber trotzdem, glaube ich, schon 28. Oh, puh, 33, ja, 5 Punkte immerhin. Salma Hayek ist, das ist eine Schauspielerin, die kenne ich auch, die ist irgendwas in den 30ern, ich würde mal sagen 34. 50, okay, Respekt an dich. Du siehst etwas jünger aus hier, trifft das Kompliment wirklich zu. In diesem Sinne, Leute, habe ich 43 von 100 Punkten gesammelt. Applaus, genau. 43 von 100. Ja, das ist fast die Hälfte. Das war ja ganz schön schlecht. Geh dich vergraben, Elmargo. Du kannst es nicht. Es ist doch wirklich relativ schwer einzuschätzen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr so eingeschätzt habt. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Es ist wirklich eine Grottenleistung, würde ich persönlich sagen. Aber gut, Alter einschätzen ist auch immer nicht so richtig leicht. Ich freue mich, dass ihr das Video eingeschaltet habt, dass ihr das Video angeschaut habt. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao, euer Elmargo.